Ja, da sehen wir es. Also, 60 Minuten läuft diese Knife Round. Die erfahrenen Zuschauer wissen, dass die natürlich nicht ausgereizt wird. Weißt du, wie lange die längste Knife Round bisher ging im Official? Wenn da immer 60 Minuten... Also das wurde noch nicht erfasst, aber ich glaube so 2-3 Minuten. Ja. So, 2-2 jetzt. Ja, alle angenifed und... Klü und Lega machen es. Klü mit 2x Knife Kill. Also, denkst du, ich starten wieder CT? Das Dönermesser, ja, macht sich hier auf jeden Fall schon mal wieder bezahlt bei Maus. So, nun bin ich gespannt, was man auf der CT-Seite machen kann. Finuki auf jeden Fall eine gern gesehene und ja, entspannt ihn nochmal so ein bisschen auch als Ansager, gerade in den Anfangsminuten. Auf jeden Fall. Ja, und gerade wenn man eben noch nicht so 100% im Fokus ist, fit ist, kann man eben die zweite Halbzeit ein bisschen die Leistung wieder ausbügeln. Von daher... Ja, ich bin mal gespannt. Klübe, denke ich mal, genau die Position spielen, die T-Zelle eingespielt, anlang. Und dann mal gucken, wie sich der Rest des Teams aufteilen wird, wo dann nämlich stehen wird. Und hab's schon mal Richtung B. Bekommen. Ja. Bei LDC relativ Standardaufbau. Ziemlich defensiv auch von Maus, da wird gar nicht in der Mitte erst gepiekt oder sowas. Ja, vor allem lang wird super defensiv gestanden. Ja. LC orientiert sich Richtung lang. Ja. Lega steht am Auto. Chris J, der einzige, der da aimt Richtung lang. Hat ihn gerade nicht gesehen, sind kurz vorgesetzt. War genau unter der Tonne. Jetzt sieht er alles. Kriegt den Headshot. Die Face noch. Lega mit dem ersten. Ohohoho. Kriegt den zweiten nicht. Klü in der Smoke, holt den ersten, jetzt kann nochmal ins Element. Klü, starker Kill! Sehr starker Kill, Apex plantet die Bombe, Maniac wartet noch auf lang zurückgesetzt. So, jetzt wird Klü gepusht, ja, gut zusammengespielt von den Franzosen. Und nun 2 gegen 2 Retake. Boah, was für ein Headshot von Apex. Und CDB steht auch schon. Ja, und da kann Nuki dann nichts mehr machen. Starke Runde von Apex, hier mit 4 Frags, auf der anderen Seite Klü mit ebenfalls einem starken Auftakt. Aber das 1:0 für die Franzosen steht. Maus jetzt zu zweit lang. Gleich Kontakt von Klü. Kann ich nicht setzen. Ja. Und Chris J bekommt auch so einen schönen Verpass, diesmal aber von Happy. Ja, Mausbots da komplett auf Arsch spekuliert, aber ja, die Runde halt direkt offen gestaltet, weil wir dann zwei Mann lang sterben. Kann rumziehen, durch die Nate. Oh, Doppelgesicht! Zwei ja, Box. Da kommt die Schule durch von Sonics. Nuki 1 gegen 3. Schauen, vielleicht kriegt er sogar die Waffe durch, vielleicht kann er noch was machen, Mitte wird schon hochgelaufen. Ja, hat jetzt Kontakt zu Maniac. Kriegt den Head. Also 2-0 steht, trotzdem 2 Waffen holen können. Keine Bombe gelegt bei LDLC. Dreierboost jetzt an Kurz. Ja, und der ist wieder in Ordnung, denn wieder wird die Mitte eingenommen von LDLC. Oh, jetzt sogar mit Booster von Apex. Da springt die Mitte raus. Mit Jay, das Headshot. Snooki auch noch in der Mitte dabei. Klü, gesehen von Cutters, aber der kann jetzt Tapsen machen. Aber er steppt. Ja. Fällt jetzt, na, den zweiten hätte man da auch noch machen können wieder. Jetzt in die Mitte rein und ein Cutter, Kontakt. Ja.
So, jetzt zählt's. Erste Waffenrunde. Und Ave wäre möglich, jawohl, da ist sie auch. Chris J. Und auf der Gegenseite Qli mit AWP. Beide eine sehr gute Position für Mitte. Qli früher da. Und jetzt könnte Chris J aim, aber er wartet noch. Ja, vielleicht sogar Angst vor einer Doppel-Ave. Oh, ich glaube, mir hat sie gesehen. Ja. Kann aber keinen Hit setzen, jetzt muss er weg. Boah, wird auch interessant Spiel, zu sehen sein. Franzosen, Mitte kurz eingenommen. Relativ schnell weit vorne schon. Bescheid jetzt wieder mit der AWP, wird wahrscheinlich jetzt auch wieder die AWP primär spielen. Und der A-Spot mehr oder weniger offen gelassen. Chris J am Auto, Legia in der Base unten drin. Ne? Also sehr defensive Deckung da bei Maus. Bescheid, erste Frag. Keine Hits setzen können. Chris J aber mit dem zweiten. Bombe ist down dann kurz. Ich denke, Orsch. Dritter. Ja, aber Lega sogar auch noch da mit dem Headshot. 2 gegen 5. Alle drei Frags bisher aufs Konto von Chris J gegangen. So, nun Lega gespottet. Chris J mit dem vierten. Sehen wir das Ace. Und da ist es! Da ist das Ding, Chris J mit dem A-Base. Und die erste Runde auf dem Konto von Mausbots. Tja, und dieses Element Chris J bei Maus, und da kann man nicht sagen, das Element AWP. Nein, das ist das Element Chris J. Und wenn das funktioniert an einem Tag, wird es immer schwer für die Gegner. Das macht aber auch Mausbots manchmal auch ziemlich gut an Kurz da immer, dass Lega dann verschiebt. Dann auf Close Distance geht zu Kurt und das spielen sie echt. Haben sie in den letzten Wochen auch sehr gut gespielt. Er lädt jetzt schnell. Oh, Mitte wurde dann nicht Mitte gesehen. Legia doch gut gesehen. Ah. Naja. Aber Nuki schon da. Und Flü lang rausgepusht wieder mit Monster Timing. Tapst du noch nicht ein jetzt auf dem Plateau. Kann ihn Track machen, schön. Ja, ganz gut gemoved, auch mit der Smoke. Vielleicht ein bisschen zu Akku dann aus der Smoke gegangen, weil noch kein Support oder so da war. Aber gut, solange der Frag da ist, ist alles in Ordnung. Und nun sehen wir die erste Sparrunde bei den Franzosen. Geht. Richtung lang, aber nicht schnell. Warten erstmal die HEs ab. Bisher mit dem ersten, hat noch zwei weitere gesehen. Lega Flash gegen, wie man es kennt. Ja, so eine Supporter-Rolle. Flü hat kaum noch Schuss im Magazin. Ist er zurück? Boah. Bisher gleich einen Headshot gefangen. Flü macht den ersten. Oh, Qli muss da jetzt mal fallen. Nee, vorne. Nein. Wo macht den zweiten sogar? Wo immer noch mal gute Hits gesetzt. Legi hat da auch noch mal eine ins Gesicht gekriegt. Ja. So, aber AWP mitgenommen von Nuki. Chris J weiterhin mit AWP unterwegs. Jetzt Boom an Kurt. Ja, Apex. Watch. First Track von Chris J wieder. Ja, da kam eine perfekte Flash gerade gegen Apex. Ja. Deshalb erstmal nichts machen konnte. Ansonsten hätte er da den Vorteil gehabt. Gute Nades gegen Kurz. Der Mayer sieht den Kopf am B und holt auch den Track am B. Kann jetzt B raufgehen, aber und die Bombe liegt Mitte. Drei Frags gleichzeitig gefallen, B Mitte kurz. Und Happy mit der Bombe kommt das zu Maniac. Flü macht den Frag von CT Base zu B. Hat sogar AWP gelernt da im Militär. Happy mit dem ersten, sieht auch Flü. Und Nuki aber schon super gut an den Cutters da. Happy geht nochmal schauen, Nuki bleibt da super defensiv. Ja, der wartet ihn auch nicht an der Ecke, denke ich.
So, ja. Jetzt könnt ihr einfach Klü Nummer schießen, auf Verdacht. Aber er macht den Frack, von daher auch in Ordnung. Ja, sehr schön gespielt. Nuki mit einem guten Laufweg da. Liege jetzt mit der Autosniper in der Mitte. Michelle ja, orientiert sich zu lang. Also Geld gut vorhanden beim Maus. Da schießt er lang und ist ganz schnell weg. Kommt noch weg. So, und Mausbots rennt wieder gegen eine Eco an. Oh, der gibt aber auch mit ja. der CZ, Mann. Ja. Juli. Jetzt ist er mal endlich down. 30 und 2 HP, jetzt nur noch Happy mit 2 HP. Und der kriegt da auch keinen mehr. Also, Klü ist back, würde ich sagen. Nichts verlernter Junge. 11, 2, 4 Stats bei ihm. Und das 5 zu 3 für Maus. Fünf Runden jetzt am Stück für Mausbot. Also LDLC jetzt mit dem Loser-Bonus. Können eigentlich jede Runde kaufen. Jetzt in die Mitte rein. Ja. Kommt dann gerade noch so weg. Ja. Okay. Luki steht sogar auch mit Closed Door. Genau. So, und das sieht hier nach dem B-Split aus. Kommen die Flashes. Luki ist weggesmoked. Wird aber durchpushen. Macht schön den ersten weg, den zweiten. Ja, kann da Tapsen zumindest noch helfen. Aber verstehe ich auch nicht, LDLC, dass die ja nur zu zweit Mitte rausgehen. Ja, wo sie gerade mit Viermann eigentlich Mitte waren. Ja. So, und zu Situation. Tapsen macht den nächsten. Letzter auch bekannt. 101 Situation. Oh, Chris J. Oh, Chris J. Und da ist Runde Nummer 6. Runde Nummer 6 steht und es ist die 6. Folge für LDLC. Von daher können sie hier nun dank des Loser-Bonus komplett durchkaufen. Juli mit Abe. Aber wir typisch. Und er hat Chris Jack. Ja. Typisch für Chris Jay, den einfach macht er nicht. Und dann im Quick-Zoom macht er ihn wieder, also. So, nun versucht sich Lega damit perfekt im Timing. Jetzt wartet er, bis das Magazin leer ist. Genau, jetzt ist er raus. Schön. So, und jetzt weg wieder. Ah, okay. Hat natürlich Vorteil drin. Klü in der Mitte unter Beschuss. So, währenddessen fällt Nuki. Lega von der T-Base sogar. So, und jetzt muss Klü aufpassen, dann kurz. Steht schon über ihm zwei. Oh, ganz schwer mit der Ave da an der Position. Hört sie durchlaufen. Ja, hört nur einen eigentlich. Jetzt muss er glaube ich nochmal Mitte auffassen. Maniac will jetzt Tapsen abfangen. Mal gucken, ob er mit ihm rechnet. Holt ihn. Schön. Überzahlsituation. Klü jetzt im Element. Macht den Frag. Und nun Legia. Führt lang. Und er hat ihn. Schön von Legia. Also, der 3 gegen 3, in Anführungszeichen Retake. Wirklicher Retake war es nicht, sondern einfach nur abwarten und Gegner reinlaufen lassen. Funktioniert auch hier. Bombe wieder gelegt bei LLC, von da wird man eigentlich nochmal kaufen können. Ja. Da sehen wir es. 4-3, 4-6, 4-5, 5-4 und 5-1. Also, weiterhin Kaufrunden für LLC. Aber 7 CT-Runden mittlerweile. Ja. Ja. Und wenn das so weitergeht, hat Nuki auf der T-Seite gar nichts mehr zu tun mit dem Ansagen. Also war wieder auch ein bisschen Verwirrung bei LDLC, denke ich, weil Legia pusht lang raus, macht den Frag, muss eigentlich angesagt werden, geht dann in die T-Base, was man eigentlich auch noch sieht in der Deathcam, kann dann aber von der T-Base noch in der Mitte einmachen. Also Mitte Frag eröffnet. So, keine 15 Sekunden gespielt, 5 gegen 4 Überzahlsituation für Maus. Tja, und Selbstbewusstsein ist wieder da bei den Mäusen. LDLC, die am Anfang glänzen konnten, die ersten 3 Runden geholt haben. Hier jetzt so ein bisschen in der Bredouille, wissen nicht so recht, was sie gerade spielen soll gegen Maus. Ja, die hier wieder ordentlich hacken. Was denn? Das
die wieder ordentlich hacken, habe ich gesagt. Ich meinte aber, die wieder ordentlich hitten. Und, was ich sagen wollte, was aber schade ist, weil alle Teams oder Leute in der Community besonders Interesse leider wieder sagt, ja, Mausmods hacken wieder, bla bla, ja. Weil offline nichts gerafft und online... Online. Deutscher Versprecher, da war ich hier. Ja. Sorry. Mein Fehler. Jetzt geht's doch gerade das raus. Sorry, die Runde ist abgehakt. Freunde, die Runde ist abgehakt. Sorry, das ist mein Fehler. Die Runde ist abgehakt. Sorry. Da wussten sie jetzt aber, dass es auf B geht, oder Knochen? Konnten wir gerade durch die Wand gucken, oder? Also, nochmal, ich habe gerade zwei Sätze in meinem Kopf insgesamt gemeinsam gedacht. Dabei ist mir so ein Wort doppelt rausgerutscht. So, nun wieder zurück zum Spiel, denn das ist gerade das, was uns interessiert. Also, lang alleine. Langsam müssten sie wissen, dass da im Auto gerne jemand steht. Pardon, wirklich. Es war anders gemeint, als es rausgekommen ist aus dem Mund. Wahnsinn, ist mir noch nie passiert. Ja, ich merke schon mal deine Reaktion gerade. Ach ja. Ja, weil die halt auch alle gerade im Chat schreiben, bequem online. Ist ja klar, dass hier so halt ins Gehirn saust. So, jetzt geht's auf die Rostbusch, er sieht sie nicht. Macht den ersten. Halt weiter. Dann stehen sie, die Franzosen. Also, drei Runden noch in dieser Halbzeit. Dennoch, acht Runden auf der Zielseite. Und die Runde ist gar nicht mal so schlimm. Wenn man Mausports die wiederholen kann, ist LDLC wieder Money Broke. Ah, wobei, ja doch, also eigentlich müssten sie dann Eco einlegen für die letzte. Jetzt kommen sogar schon die Serious-Fragen, von wegen nochmal zugegeben, dass Maus schießt. Ja, nein, also. Ich bin von Chris Jay. Wieder im First Track. Ich glaube jetzt schon zum vierten oder fünften Mal. LDC wieder in der Mitte. Ganz normal Standardaufbau. QD peaked, ob jemand erwischen kann mit der Ave. Und kurz wieder offen gelassen beim Maus. Also gibt es sehr, sehr wenige Runden, wo sie kurz die Kontrolle halten. Das sind so zwei, drei Runden im Match bisher. Wir gehen wirklich sehr oft mit zwei Mann in der Mitte direkt. Ja. So, und jetzt muss Klü wieder aufpassen und lang. Nuki kommt als Support dazu. Mach den ersten. So, keinen zweiten nicht machen. Chris J. meint ich. Lege jetzt wieder an Kurs. Sieht ihn. Ah, Nico. Ja. Ah. Das ist das Problem gerade. Und damit wieder Tour und Tour Situation. Apex schon auf dem Spot. Lang jetzt schon gefurcht, erwarten sie gar nicht. Den ersten. Und. Weiß, wo der zweite steht. Flasht jetzt hoch. Nuki kann jetzt rumgehen. Macht den Break, schön. Alles gut, dass er gewartet hat. Trotzdem der Bomblet durchgegangen, aber. Ja, also eigentlich müsste da jetzt erst nochmal eine Spar dazwischen geschoben werden. Sid, wo Knochen weiß, dass Maus cheatet. So, jetzt bitte alle wieder ein bisschen beruhigen. Ein Versprecher darf mir doch auch mal unterlaufen hier. So, Legia gefällt mir heute nicht so gut. Damit werden die Kritiker, die auch wieder in der Maus-News geschrieben haben, dachte, Legia fliegt ein bisschen gerechtfertigter schreiben können. Aber, also für mich war er in den letzten Wochen auf jeden Fall einer der konstantesten. Auch ERS One sehr gut unterwegs gewesen. Bei ihm ist immer so ein bisschen das Problem, er braucht relativ viel Einspielzeit. Und wenn er die Zeit eben nicht hat, dann braucht er eben diese Zeit dann im Official. Macht einen noch am langen. 4-2 jetzt. Könnte es 10-4 werden. 10 Runden sind schon wirklich stark auf das 2 als CT. Absolut. Ich muss jetzt eigentlich. Aber wird nochmal peaken, so wie wir ihn kennen. Schöne HE von Klü.
Mania kommt jetzt B gleich rein, da steht Tapsen und Nuki auch. Erwartet aber nicht im Zweiten. Die Bombe liegt, 35 Sekunden. Ja, und der Spieler ist komplett am anderen Ende der Map. Da muss Kuschel jetzt eigentlich reagieren, Bombe müsste eigentlich angesagt sein. Ja. So, Nuki hat die Bombe da perfekt im Blick. Ihn aber nicht. Oh, ist das schön, macht ja, also wollte er wieder einen Move spielen, dass er irgendwo raufkommt und dann denkt er, ach komm, scheiß drauf, verkackt, zieht rein und ist halt perfekt da. So, wenn er den Move einfach voll spielt, dann hat er sogar noch Zeit und kann noch kurz da die Steinchen zählen. Also 10 zu 4 für Maus und die Franzosen gehen in die letzte Runde mit 3 Waffen rein. Ich bin wieder vor lang auf. Schön HE. Macht den ersten Fall, kriegt 2 Headshot. Menak auch noch 40 HP abgezwungen mit HE. Glück kommt aber weg. Ja. Steht man einfach nur Happy kurz an, gegen. Ja, Happy an kurz in der Ecke. Die zieht jetzt rum. Oh, perfekt, alle geholt. Er sieht Klü nicht. Der ist hinter ihm noch, genau. Ja, Klü sogar so in Fokus im Aiming, dass er auch noch die Waffe wegschießt. In der Luft. So, letzte Runde. Kommen beide über kurz. Keine HEs mehr bei LDLC. Nicht gesprengt werden. Tabs mit dem ersten. Beide ist bekannt. Dritte auch jetzt. Ja, und dann lunzt er von oben nochmal runter, Uzi. Macht ihn. Also 10-5 der Halbzeitstand. Ja, und meine letzte Runde wieder ein bisschen unglücklich, ne? 3 Waffen gegen 5. Ja. Trotzdem wollen sie die Runde überleben mit 2 Mann, die Waffen haben. Ja. Aber das ist eine sehr, sehr starke Halbzeit hier von Maus. Damit lässt sich arbeiten. Ja, nun kommt es so ein bisschen auf die Pistol an. Sehr gute Spawns für B gewesen. Deshalb schienen sie auch hin und die Franzosen erwarten sogar ebenfalls was B. Und Apex geht gerade da unten rein. Muss die Flash gegen, zieht jetzt rein, schießt einfach. Boah, kriegt den Headshot. Ist auch Happy immer noch auf dem Plateau. Nachbarn sogar. Und super okay. Viel Zeit rausgeholt. Jetzt ist Apex schon da und Maus noch überhaupt keine Orientierung. Und nun Maniac übers Loch. Ja, und Nuki am anderen Ende der Welt. Ja. Also ich hab. Sorry, aber. Hab grad gar nicht verstanden, was da passiert ist. Dann ist. Qli ist noch alleine gestorben irgendwo, hat sich selbst getötet und sowas alles. Ja. Aber, also trotzdem, viel Zeit rausgeholt. Der Plateau-Spieler. Muss halt viel schneller fallen. Apex wird sehr gut im Timing schnell hinterher gepusht. Ja. Mausbots da noch überhaupt nicht darauf fokussiert gewesen, dass schon ein Gegner da sein kann. Ja. Und somit die zweite Pistol Round für LDLC hier in diesem Spiel. Jetzt kommen die Flash lang. Ist geflasht, Maniac. Den ersten. Julie hilft ihm. Ja. Stehen sie gut gegen. Mausbots da, kein besonderer Move. Ja, Nuki, das war halt die Taktik, dass er halt spät von hinten kommt, ne? Kadian auch gerne so gespielt. Aber gut. Das müssen sie wieder ein bisschen abtrainieren, diese einer kommt von irgendwo Taktik. Ja. Also, ne, Alternate beherrscht das beispielsweise sehr, sehr gut. Ja, die machen es ja schon seit ein paar Jahren. Ja. Krotzi hat gerade nochmal gefragt, wie die Stammline-Up von Mausbots ist. Das gleiche Line-Up wie hier, bloß dass Klü ersetzt wird von Tizian. Nuki ist heute dazugekommen für Kaylee nochmal. Für die Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben und noch nicht gelesen haben. Ja, also Tizian bleibt weiter im Stamm, nur heute verhindert deshalb Klü als Ersatzspieler hier eingesprungen heute. So, Apex kommt in der Mitte, einen relativ einfachen Frag.
Susi den nächsten, weil man da blind ist und auf der Box sitzen bleibt. Ja, Nipp beherrscht das natürlich auch. Ging ja gerade für mich um ein deutsches Team. Jetzt geht's kurz durch. Apex. Oh, Klü. Da einige Hits kassiert. Komm aber auf den Spot drauf, aber. Jetzt ah, Mane, mach den. Oh, nun Legia wird dann nicht mehr hochkommen. Ja. Oh, mach den Fuck sogar. Ja. Aber hoch auf den Spot kommt er trotzdem nicht. Also, dritte Runde in Folge für die Franzosen. Mausports damit wieder zurück in der Eco und damit steht es dann nur noch 9 zu 10 aus Sicht der Franzosen. Ey, der zieht jetzt zu dritt wieder lang. Ja, relativ häufig jetzt in letzter Zeit, dass die Top Teams alle lang einnehmen zu dritt erstmal. Dann jemanden abstellen dort. Wird jetzt langsam raus. Ja, und Apex hat da schon wieder perfekten Fokus. Ja. Uzi auch schon dabei. Aber kommt die Flash? Kommt die, blendet. Ja, aber macht das Apex macht da zwei. Uzi steht ebenfalls gegen und jetzt Luke nochmal. Schilder draus. Sogar ja, zumindest noch ein Teamkill. Ja, ja, happy. Aber. Ja, hat sogar fast gar kein Geld. Ja, aber Waffe behalten, von daher halb so wild. Ja. So, Uzi. Hat da gelegt bekommen schon. AWP bei Qli, Mausports ohne AWP. So, und nun diese zweite Equip Round. Jetzt muss was kommen von Maus. Gehen wieder zu dritt lang. Apex verschiebt jetzt. Qli geht sogar offensiv mit der AWP an lang. Wird jetzt gleich auf Qli treffen. Und Qli macht den Headshot, schön. Ja, dafür ist er zuständig. Genau. Das Schild klebt bei jedem Match auf seinem Rücken. Kurz jetzt die Flash von Legia für Tapsen. Jetzt rum. So, lang raus. Maniac macht den Flag auf lang, aber. Ja, steht immer noch. Jetzt down. Apex geschoben und währenddessen schon Mitte eingenommen von den Franzosen, also können wieder schnell lang hinter ihnen sein. Steht direkt in der Smoke drin, ne? Kommt auch nochmal weg. Kurz schon gesehen von Liga. Ah. Oh. Ey, mir sitzt nicht ganz. Jetzt wird's ganz schwierig. Ja. Uzi von Landa. Ja, und Legia muss da irgendwie weg. Schön, schöner Headshot jetzt. Ja. Jetzt kann er kurz weggehen, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt muss er gegenflashen. Kommt die Flash. Tut sie auch nicht blind. Aber macht den Flag, Legia. Der hat ein paar Probleme bei ihm, aber zum Schluss hat er nicht beim Flex trotzdem gemacht. Ja, ich sag ja, also er braucht ein bisschen Zeit, bis er reinkommt ins Aiming, aber jetzt ist er langsam wieder da. Ja. Nochmal an Undix. Klü ist für die Headshot zuständig, seitdem er das legendäre Interview damals gegeben hat. Wegen was? Der Undix hat gefragt, seit wann Klü für die Headshots zuständig ist. Ja. Also spätestens seit dem LAN-Event, wo er dann das Schild auch auf dem Rücken kleben hatte, genau. Was auch in seinem Profil drin ist. Gerade gesehen kurz. Lega jetzt Kontakt. Am B. Zieh ich direkt zurück, die CTs. So, dicke Nate gegen Maniac noch, 14 AP lang. Tapsen mit Banks in die Mitte, drei Spieler von den Franzosen. Schon sehr low AP, 14, 29, 27. Oh, und es soll Richtung B gehen für die Mäuse. Steht man zu zweit mit Option, sehr schnell noch den Mittelspieler da zu haben. Was für ein Headshot von Apex jetzt aber oben Mitte. Kommt an die Waffe ran. So, Qli hat auch wenig HP, kriegt trotzdem wieder einen Frag. Jetzt ist 3-on-3 ja. Wieder und Apex kann was mit der Waffe, 2 Leder. Deswegen zieht sich Nuke jetzt zurück erstmal. Oh,
Chris J wollte da eine Flash bringen. Jetzt Maniac down und nun haben sie alle Vorteil. Bitte durch die Smoke pushen. Ja, macht er. Macht den E-Wave. Oh, Mausports mit Runde 2 hier auf der T-Seite. So, Q jetzt wieder mit der AWP im Duell gegen Chris. Oh, Nuki wird geholt, weil er unten stacken will, ob irgendwas Cutters unten reingeht. Clear auf dem Schild steht am Steam-Profil, das war auf der GSH, wo er die Game ausgeholfen hat. Da steht jetzt ein Headshot-Clear drauf. Ich bin für die Headshots zuständig. So, Uzi wieder Mitte gut gestanden, zusammen mit Apex und Chris J.